Bei Frauen mit vorangegangenem Kaiserschnitt stellt sich die Frage, muss wieder ein Kaiserschnitt durchgeführt werden oder soll durchgeführt werden? Und das muss man in der Geburtsplanung berücksichtigen und besprechen. Grundsätzlich ist es in den meisten Fällen möglich, normal zu entbinden. Es ist abhängig einfach von den Gründen für den ersten Kaiserschnitt. War es eine Zwillingsgeburt, eine Beckenendlagengeburt, also geplanter Kaiserschnitt in aller Regel? Oder war es ein ungeplanter Kaiserschnitt, weil das Kind zu groß war oder die Herztöne auffällig waren oder der Geburtsverlauf einfach viel zu lange gedauert hat? Und das muss man berücksichtigen in der Geburtsplanung und der Besprechung. Letztlich ist das eine Risiko, was relevant ist im Zustand nach Kaiserschnitt, die sogenannte Uterusruptur, das heißt, dass die gebärmutter Narbe unter der Wehentätigkeit aufreißen kann. Das passiert in ungefähr 1% der Fälle, hat dann zur Folge natürlich eine wirkliche Notsituation für Mutter und Kind und muss insofern eben in der Planung berücksichtigt werden. Aber dennoch muss man klar sagen, einmal Kaiserschnitt heißt nicht auch beim zweiten Mal Kaiserschnitt. Es geht sehr wohl auch ohne, aber das bedarf eben einer entsprechenden Planung und Berücksichtigung vieler Faktoren und dann kann man eben entsprechend entscheiden.